So, hallo liebe YouTuber, Duderino wieder hier, jetzt mal wieder mit einem Combat Arms Video. Ganz kurz einfach mal eingefügt, es ist Mittwoch, das Event ist ausgelaufen, das sind die M99-2 günstiger kriegt, ihr seht, jetzt sind die wieder im normalen Preis. Auch die Subdecrate GP Hazards sind wieder bei 1000 GP. Dafür, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, sind dies dann die Black Highsec Keys für eine Woche im Sale für 30% weniger. Das heißt, ihr zahlt noch 770 anstatt 1100 oder 9100 gleich für 15. Das ist es wirklich definitiv wert, da ein paar zu kaufen, da vor allen Dingen noch ganze zwei Wochen lang ihr 10% mehr NX fürs Aufladen kriegt. Selbstverständlich sind auch die Grey Highsec Keys im Sale für weniger. Da man aber noch wahrscheinlich vom ersten Five Shot Event ein paar hat, ich muss mal gucken selbst wie viele ich habe, werden viele von euch sagen, das brauche ich nicht, ich habe auch noch 37. Aber wenn man zu viel GP hat, ist es auch eine Möglichkeit, sich jetzt ein paar auf Vorrat zu kaufen, da man ja doch aus den grauen Kisten mehr kriegen kann. Während der Eventzeit dieser einen Woche sind außerdem die Dropraten von schwarzen und grauen Kisten am höchsten. Am höchsten sind sie allerdings auch am Tage, wenn ihr ganz früh online seid, wenn die Server gerade frisch rebootet sind, dann hat man die meisten Chance, eine Kiste zu kriegen bei Echolates oder einem Nutshot oder einem Headshot. Da droppen die am besten. Jetzt mit der doppelten Drop-Chance kann man da ordentlich was absahen. So gesehen lohnt es sich auch seit der Erneuerung der Grey Highsec Boxen das zu machen. So, und da es jetzt alles ein bisschen kurz wird, werde ich mal schauen, dass ich noch ein paar Worte zu M99-2 sage. Und dafür wird es hoffentlich Gameplay geben. Ich werde mich mal wieder probieren, in den Raum zu gehen, zu frapsen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß. Ciao. So, hallo, wir sind auf dem Weg zu meinem neuesten Review über die M99-2. Mit epischen Lecks und was habt ihr noch zu warten? Ja, noch mehr epische Lecks, so wie diesen hier. Ach, und hatte ich schon die Lecks erwähnt, die ihr zu erwarten habt? Ja, ich werde trotzdem versuchen, euch die Waffe vorzustellen. Denn die Waffe ist aus meiner Sicht verdammt geil. Da haben wir schon den ersten Sniper-Kill gemacht durch Hardscoping. Ja, das ist auch das, was in diesem Let's Play, in diesem Waffenreview zu erwarten habt. Denn mit der Waffe ist es wirklich schwer für mich gerade überhaupt zu spielen, da es gerade ungefähr mit 12 Frames spiele und diese 12 Frames wirklich nicht ausreichend sind. Ja, wenn ich selbst sowas nicht treffe wegen dem Lex. Ach komm, ja, also ich erzähle was über die Waffe. Die Waffe ist eine von zwei 50 Kaliber Snipern hier in Combat Arms. Die andere Serie ist die M107 CQ Serie, die ist euch auch schon bekannt durch meine Review. Die ist jetzt nochmal aus der Sicht, du Vollidiot, deine Pistole kommt eh nicht rüber. Danke. Ja, da steht doch wer. Ja, jetzt bewegen sie. Die haben sie mehr. Nein? Bleib mal stehen, ja. So, es ist echt laggy und meine Maus spinnt auch gerade noch rum. Die M107 CQ kommt genau wie diese Waffe mit 100 Damage. Und ist damit ein One-Shot-Kill. Und das nicht gerade zu schwach. Ich finde, es ist einer der stärksten One-Shot-Kills, die es gibt. Da ein 50 Kaliber auch im Real Life wirklich verdammt starken Damage hat. Was auch in dieser Waffe auffällt, sie hat ein L9 Scope, sehr bekannt schon mal. Ja, und diese Waffe ist genau wie die M107 CQ Serie eine vollautomatische Sniper. Das heißt, ihr könnt einfach die Waffe, die Maustaste gedrückt halten und die Waffe schießt einen Schuss nach dem anderen. Sehr unüblich bei One-Shot Snipern, gibt eben nur diese und die M107 CQ, daher auch der Vergleich. Im Gegensatz zur M107 CQ hat diese Waffe eine enorme Accuracy. Und wenn ich enorm meine, dann heißt es wirklich viel, und zwar 99 Punkte. 99 Punkte in der Accuracy. Oh, ich habe mich gehört. Ja, das ist auch schön. 99 Punkte in der Accuracy ist eigentlich nur durch die DSA-1 Tactical zu toppen, die mit 100 Punkten kommt. Und von daher kann man das wirklich als eine der genauesten Sniper im Spiel erklären. Des Weiteren hat diese Waffe eine Rate of Fire von ganzen 16 Punkten. 16 Punkte ist sehr schnell für eine One-Shot-Sniper, vor allem wenn sie vollautomatisch ist. So wie diese hier, oh, ein Tanker. Das gefällt mir gar nicht. Ja, und jetzt rennt er um das Leben. Wie gesagt, der 66, jawohl. Bisschen viel. Nächster Tanker. Ja, manche muss auch mal Tanker haben. Und ich sage noch, die ist kaum, so gut wie nie zu tanken. Naja, man kann sich ja mal irren. Normalerweise ist es nämlich wirklich nicht. So, aber was gibt es noch Schönes für diese Waffe zu sagen? Sie trifft auch nicht jeden Schuss. Jetzt geht der ja auch nicht Fail Aim und so. Geh mir aus der Sicht, du Bob. Danke. Jetzt wurde ich gekickt. Ja, Leute, das ist es wirklich, wenn ich Combat Arms spiele. Wenn ich mal gut bin, werde ich gekickt. Selbst wenn ich mit Fraps 14 Frames spiele,
werde ich hier kicken. Jetzt habt ihr einen langen Backscreen. Denn ganz im Ernst, ich finde sowas scheiße, wenn man gekickt wird. Mitten im Gameplay ein Kick. Ich werde auch mal gucken, wer die ganze Zeit gekickt hat. Das hier wird ein Appeal werden gleichzeitig, weil das war definitiv ein Rage-Kick. Die Waffe hat eine Portability gehabt und hat sie immer noch von 32, das ist schwer. Wie ihr wisst, die M107CQ hat 30. Wir können ja mal die Waffen vergleichen, ich habe ja beide. Also hier sieht man die Portability sehr, sehr schwach. Die CQ auch sehr schwach. Nur die Fire Rate ist um 6 Punkte besser. Die CQ hat ganze 10, während die M992 mit 16 Punkte kommt. Sprich, die Waffe schießt wirklich schnell. Mit der Accuracy auch ein klarer Vorteil. Man sieht, der Balken ist fast voll. Hier sieht man, ja, es fehlt ordentlich was, nämlich ganze 10 Punkte müssten sein. Der Recoil ist bei beiden Waffen gleich, bei 66, was sehr stark ist, aber aufgrund eines 50er Kalibers absolut in Ordnung. Was kann man noch mehr über die Waffe sagen? Diese Waffe ist zu kaufen mit dem Rank vom Second Lieutenant 3, Golden Pommes 3, wie ihr hier seht. Und ist aus meiner Sicht eine der besten, wenn nicht gar die beste GP-Sniper-Waffe, die ihr zurzeit bekommen könnt. Es gibt keine, die auch nur annähernd an diese Genauigkeit rankommt oder den GP-Waffen mit einem One-Hit-Kill. Und von daher ist sie jedem zu empfehlen, ob Rusher oder Sniper diese Waffe ist, für alle geeignet. Gut, Rusher werden sagen, sie ist schwer, das stimmt. Also für Junkflare One-Man-Army würde ich euch immer noch die L9 empfehlen, aber das ist ja ein anderer Schuh. So gesehen, kauft euch diese Waffe, probiert sie aus, und da es nicht allzu lang werden soll, da ich es ja auch noch rendern muss, mache ich hier Schluss. Es tut mir wirklich leid, dass sie gekickt wurde. Ihr habt selbst gesehen, es ist ein Witz, ich wurde mitten beim Double-Kill gekickt. Leute, gibt solchen Leuten wirklich mal ein F6 und ja, reportet sie im Forum, es kann nicht mehr sein. Auch ich wurde schon reported und bin bis 2500 gebannt für Elite, also. Ja, ich kenne das Problem, klar, aber dass man Leute aus dem eigenen Team kickt, weil sie wen killen, das gehört nicht nach Command Arms, auch mal eine One-Man-Army spielen, dann ist es in Ordnung von mir aus. Ja, so, Review ist zu Ende. Über das neueste Update habe ich informiert. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.